Ich habe bei den Beijing Asia Games im Jahr 1990 die Silbermedaille gewonnen. Er steht vor Ihnen, leibhaftig der größte Boxer, Kang Kee-shik. Ich will dir nicht vorschreiben, dass du so zu leben hast wie ich. Aber ich bitte dich, denk ein bisschen an deine Großmutter. Sie meint es gut. Wieso willst du dich nicht scheiden lassen? Ach, scheiße, aber auch. Kannst du das lassen oder willst du mir jetzt auch noch den letzten Rest stolz nehmen? Schubsen Sie immer Frauen, ha? Ich bin am Ende. Ich hab kein Dach mehr über dem Kopf, weißt du, was das heißt? Wie geht es dir hier? Was glaubst du denn? Es scheint jetzt so, als ob alles sinnlos wäre. Aber du darfst die Kontrolle nicht verlieren. Du musst versuchen, einen klaren Kopf zu behalten. Aus Respekt vor deinem Alter habe ich dir so viel durchgehen lassen. Und du? Du willst mich bescheißen? Du wirst in Ruhe darüber reden. Du musst ruhig sein. Nur wenn du dich im Griff hast, kannst du siegen. Denk dran. Ich habe über alles nachgedacht. Hör zu. Es gibt einen Weg, wie du mir das Geld zurückzahlen kannst. Ich will mich für die Halbweltmeisterschaft qualifizieren. Hast du vergessen, wie alt du bist? Guck dir George Foreman an. Hast du den Verstand verloren? Das ist doch totaler Unsinn. Du bist nicht wie George Foreman. Der hat wenigstens ordentlich Geld mit dem Boxen gemacht. Du weißt nie, wie es kommen wird.